Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Wir müssen hier noch den Weg durch das Labyrinth bahnen hier. Mit den Schreien. Und unser Leben sieht sehr bescheiden aus. Das ist ja toll, was ich mir hier zurückgelassen habe. Und wir haben überhaupt nicht mal wirklich was zu essen. Oh, das ist ja alles kacke. Ist das alles so kacke? Muss ich mir vielleicht hier so ein paar Einzelsachen snacken? Und mal wieder dringend kochen. Dringend! Na, oh, es gibt nur alles nur so ein bisschen, ne? Da haben wir zu genug von einer noch. So. Okay, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir müssen uns eine Plattform bauen. Oh Heilige, das geht schon mal nicht. Drüben hinzukommen. Leg dich mal hier hin. Dann nehme ich mir diese hier. Bevor die irgendwo hinfliegt, wo sie nicht hinfliegen soll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, bloß gelassen. So, jetzt haben wir die auch. Und jetzt muss das theoretisch... Ja, es sieht gut aus, was ich hier mache. Ist wunderschön. Muss ich die hier wieder abwubbeln. Und dann... oh Gott, dieses Drehentool, ne? So. So. Genau. So hatte ich das vor. Jetzt, nein! Schmeißen wir das hier in den Sand. Ich komme gar nicht bis da drüben. Oh Gott. Gib's mir. Nein. Ich brauche dich doch noch. Och nee. Ist das hier wieder alles so eine Einzelkacke? An den da hinten komme ich doch safe nicht dran, oder? Oh Gott. Och nö. Och nö. Ich finde das Spiel jetzt schon scheiße hier. Ich komme doch an den da nicht mehr ran. Muss ja da irgendwie rüberkommen. Hey. Piepste Treibsand, ne? Der Dungeon macht keinen Spaß. Die anderen waren ja alle okay, aber der hier macht keinen Spaß. Wirklich nicht, ja. Wo ist hier Ende im Gelände? Hier. Nein, kommen Sie her. Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Oh Gott, wir treiben schon wieder ab. Nein. 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 Ho. Ich will nicht mehr. Warum ist der so kacke? Och, wisst ihr was?
Das frustet mich gerade mehr, als er so Spaß macht. Was soll denn der Kack? Wir hätten das so schön, dieses Dreierkonstrukt nehmen können und dann hier schräg hin und dann wäre ich darüber und dann hätten wir da weiterbauen und machen und tun können. Und jetzt haben wir hier diese Kacke, dass wir da nicht rüberkommen. Tschüss. Ich gehe. Ne, habe ich keinen Nerv drauf heute. Will ich so nicht. Da bin ich heute Mimimi. Es ist ja mega nervig. Eieieiei. Oh, es ist ein bisschen warm, ne? Das ist belastend. Vor allem, weil ich nicht mal wirklich was zu essen habe. Und mich jetzt vor der Hütze, der Hütze zu schützen. Ja, macht ihr da mal. Lasst mich mal weg hier. Finde ich alles ein bisschen uncool. So, Schatten. Schatten schon mal gut. Wie lange ist denn noch Tag? Es ist 15 Uhr. Ich würde jetzt mal dem Pfeil folgen, wo das Schwert hinguckt. Gott, der oh Gott! Wir werden verfolgt. Ich muss einmal durch die Hitze durch. Oh Gott! Ey, die Wüste macht mich fertig. Die Wüste, Leute, macht mich fertig. Oh, wir haben doch noch... Wir haben doch noch... die Frostmelonen. Können wir die so snacken und die geben uns einen Kälteboost? Da. Ich glaube nicht, ne? Ne, die müssen wir kochen, okay. Da ist noch mehr Gekröse. Ich kann einen, so ein Gebiet so fertig machen. Ja, ich riskiere jetzt, dass wir die ganze Zeit Schaden kriegen. Gucke, dass wir jetzt hier irgendwo so einen schönen Schattenplatz finden, hier. Den wir vielleicht etwas safer sind. So. Zitterling. Hatten wir noch nicht? Ein Pilz, der hauptsächlich in der Gerudo-Region vorkommt. Sein Hut enthält isolierende Wirkstoffe. Als Kochzutat schützt er deshalb vor elektrischen Schlägen. Oh Gott. Ja, komm her, Junge. Oh, mein Britzelbrutzel ist kaputt. Kriegst jetzt auf die Nase mit dem Ding hier. Ah, oh. Ein Bumerang. Ja, ganz toll. Fand ich schon in Teil 1 blöd. Da ist wieder so ein Typ mit Schwert, der irgendwo in die Richtung zeigt. Die Sonne knallt halt immer noch, ne? Kannst du machen, was du willst. Ein bisschen Hitze halten wir noch aus. Bis davor, bis zum nächsten Schatten. Ja, ich weiß. Tut aua, ich weiß. Ist heiß. Ich mag den Sommer und die Hitze auch nicht, Link. Sind wir schon zu zweit. Da ist wieder so ein Dude. Du zeigst genau in diese Richtung. Okay. Langsam müsste es aber auch kühler werden, ne? Also von daher. Ja, guck, jetzt ist nicht mehr so heiß in der Sonne. Perfekt. Aber da gut überstanden. Nee, mach mal nicht, Freund. Ist da einfach so ein Elektro-Raubschleim-Schleim. Guck
Guck mal, ein Krog. Oh Gott. Oh Gott, dann auch noch mit Randziehpfeil. Okay, ich habe nichts gesagt. Auf Anhieb immer. Aha, du hast mich gefunden. Tschüss. Ciao. Das war echt einfacher als gedacht. Müssen wir da vorne hin? Das ist auch wieder ein Dude mit Schwert. Zeigt der auf uns? Der zeigt auf uns, ne? Also muss ja irgendwas hier sein, weil der da hat hierhin gezeigt und ich habe meinen nicht da vorne auch noch einen gesehen. Da. Der zeigt auch hierhin. Wir sind genau an dem Punkt. Was soll uns dieses Knochengerüst denn sagen? Oder ist da unten? Was da unten ist bestimmt was. Okay, ich muss den Raubschleim kaputt machen. Ich will den Bogen nicht. Nee, doch. Ja, nein, vielleicht. Jetzt habe ich ihn erwischt. Oh. Jetzt regeneriert der Dude aber auch schon wieder. Also wenn man die Taktik von den Schleimschleims raus hat, dann geht das, ne? Der wubbelt hier nur so rum, dass man den kaum zu fassen kriegt. Was halt echt doof ist. So. Was haben wir Schönes? Ein Sonnenschild. 35 ist... Nee, ist besser als eins. Warte mal. Dann mach nochmal auf. Ein Sonnenschild. Das können wir mit dem 28er Gerudo-Schild tauschen. Dankeschön. Ich habe gar nicht so einen großen Verschleiß. Na, oh, guck mal, hier ist was. Kann ich da Kugelheinz drauf werfen? Kugelino, komm mal her. Ja, vom Prinzip her schon. Jo. Ich würde es, glaube ich, trotzdem über hier mitmachen. Tulin, geh mal weg. Danke. Hallo? Hallo. West-Gerudo Untergrundruin. Okay. Hallo? Da ist wieder Dude mit Schwert. Okay, wir sind richtig. Wer hätte das gedacht? Dinos mit Schwert. Wieso benutze ich eigentlich meine Bombenpfeile und nicht meinen Kollegen Kugelfreund? Der mir das doch hier alles wunderbar aufsprengen kann jetzt. Da scheint es irgendwie durchzugehen. Nee, nicht Tulin. Ich brauche Kugelfreund. Nein, ich brauche auch nicht Brutzel. Nein, ich brauche nicht Wasser. Oh Gott, Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Okay, wir müssen jetzt den Weg hier durchfinden. Ja, habe ich das richtig erkannt? Okay. Kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Vor allem, wenn man sich so ungeschickt anstellt wie ich. Es glitzert da. Nopal! Kugelino, komm mal her. Dass man die aber auch nicht rufen kann. So von wegen, ich brauche jetzt dich und jetzt brauche ich dich und... Nee, so wird das nix. Muss ich dann vielleicht doch mit was anderem ran?
Oh, das wird Ewigkeiten dauern, ne? Okay, das zeigt dahin. Vielleicht sollte ich dann da in die Richtung. Tulin! Das ist aber auch Aufmerksamkeit. Geil, der Junge. Wo ist mein Kugelfreund jetzt? Da. Das dauert jetzt nur einen Moment, ne? Ihr habt Zeit mitgebracht. Hab ich gehört. Ich habe aber keine Zeit mitgebracht. Aber da scheint es vielleicht weiterzugehen. Ich könnte mir natürlich auch eine Waffe basteln, mit der ich hier alles kaputt mache. Aber so spare ich mir Ressourcen. Es dauert zwar, aber... Ja, das scheint auf jeden Fall ein Gang zu sein. Tulin. Nein. Nein. Ich will ihn hier. Dankeschön. Aha, aha, aha. Okay. Nicht weglaufen, ich brauch dich noch. Da ist wieder eine Statue. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen in die Richtung. Ich bin gespannt, was wir finden. Ich hoffe, das lohnt sich, was wir hier tun. Doch richtig, ne? So in die Richtung. Ich mache mir mal zusätzlich doch jetzt noch so ein Knüppelding hier. Wir haben genug davon. Er kann uns ja gerne unterstützen, wenn er soweit ready ist. Dann hauen wir ihn wieder da rein. Und bis er ready ist, mache ich hier mal so ein bisschen Arbeit. Das klang nur wieder gut. Dann darf er wieder ran? Nein. Wir müssen halt die nächste Statue finden, ne? Die Richtung ist schon gut. Wir können zwei Hände mal mitnehmen, dann können wir gleich die nächste Waffe machen. Wo ist er? Da. Aufgeploppt. Schön. Ist okay, dass er gleich zerbricht. Nehme ich mir die nächste. Hol mir die nächste Kombi ran und mal weiter. Aber irgendwo hier muss das doch gleich mal sein. Wir könnten noch eine Statue gebrauchen. Oder ist zumindest schon mal ein Durchgang. Aber so weit, wirklich weiterhelfen tut mir das noch nicht. Warte mal, wo ist er? Wo genau zeigst du hin? Hier. Müssen wir doch noch ein bisschen in die Richtung gehen. Nur wo? Ist auch ein Gitter. Aber ich glaube, man kommt hier dann durch, oder? Ich
Schale hier. Da, da kommt man durch. Aha! Da ist wieder ein Schwert, du. Der zeigt in die Richtung. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, da bist du. Boom. Oh, direkt den nächsten. Hallo? Ja, wir sind drin. Da ist das Tor. Hier ist eine Kiste. Was ist da drin? Na, Boris-Helm. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Den hatte ich ja ganz woanders vermutet. Aber gut, nehme ich natürlich. Ab in die Sammlung. Nice. Das war doch gut. Können wir dich hier... Glück. Nee, ne? Hiermit nicht. Hiermit vielleicht. Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay. Dann können wir hier ja wieder raus. Frage ist nur, wie... Oh, und ich glaube, wir haben das noch nicht hier abgeschlossen, oder? Warte mal, falsche Taste. Da ist noch kein Häkchen dran. Ist hier... Ups, ich drücke heute aber auch nur Tasten, wie ich lustig bin. Ist hier noch ein Dingens drin? Ist hier noch ein versteckter Raum? Mit dem Viech? Hier ist nichts, ne? Hier ist wahrscheinlich auch nichts. Oh, nee, nein. Hey, sieht auch sehr sackgassig aus. Ich guck noch mal eben, weil wir haben halt jetzt noch kein Häkchen dran. Kann sein, dass hier dann halt noch was versteckt ist. Wie schnell das aber auch kaputt geht, ne? Das ist aber auch nur so ein rostiges Schwert. Ist ja kein Wunder, wenn das schnell kaputt geht. Kaputt. Ja. Aber man findet ja zum Glück in diesen Steinen immer recht viele. Jetzt müssen wir nur einen Stein finden. Da. Hier sind doch... Nee, nicht der Opal. Ich möchte gern das da. Hier safe irgendwo noch was. Seht ihr? Da kriegen wir ein Fragezeichen. Oh Gott. Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Mehr Platz. Kümmern wir uns nämlich jetzt um dich. Warte. Oh. Alles geht kaputt hier. Jetzt sind wir so ein bisschen eingekesselt hier. Ist blöd. Ja, greif mal die Leute an. Das ist okay. Jetzt hat er mich gefunden. Hä?
Hammer. Oh, oh Gott. Jo, jo, jo. Gerudo-Schilder hat sich ja voll gelohnt. Ich wollte eigentlich... was anderes haben hier. Aber ist hier nicht so ein Viech? Hier, die mit dem Joinjong. Zweifle es gerade so ein bisschen, aber... Oh, hier ist noch so eine Statue. Nicht klettern. Aber die Höhle wird halt noch nicht als abgeschlossen abgestempelt. Deswegen bin ich so irritiert. Es kann halt echt gut sein, dass ich mir jetzt hier einen ohne Grund abarbeite. Aber wenn kein Häkchen an der Höhle ist, dann hat man irgendwas noch vergessen. Dann ist man noch nicht fertig. So ist das nun mal. Irgendwie ist hier nichts mehr. Ich meine, wir sind noch nicht fertig hier, ne? Ich schnetze mich ja noch einen Moment durch, aber... Okay, wir werden hier unsere Trap-Waffen dadurch mal los. Nein. Sind noch schöne Erze, aber... Ja, auch gut. Beruhig dich, Junge. Mhm. Also so langsam glaube ich, hier ist nichts mehr. Verläuft sich hier so ins Leere. Naja, gut. Hätte ja sein können, dass hier irgendwo versteckt noch was ist. Was? Noch im Gang? Na gut, dann gebe ich es auf. Spiel, du hast mich gebrochen. Ich gebe auf. Ab nach oben. Wenn da doch noch was ist, ich meine, wir können ja nochmal wieder runterklettern. Das ist ja nicht das Problem. Oh, es ist wieder brütende Hitze. Das ist ja ganz toll. Schnell in Schatten. Gut. Das war doch erfolgreich. Das war cool. Da habe ich echt nicht mit gerechnet, dass wir hier so einen Schatz finden. Wir können dann jetzt hier noch... Okay, soweit. Wir sind schon relativ am Rand angekommen. Dann gehen wir jetzt noch hier runter bis zu dem Schrein. Ja, guck mal, dann sind wir ja fast einmal rum. Ne? Dann sind wir wieder am Tempel. Machen da noch die Kurve. Also wir erkunden noch so ein bisschen jetzt die Wüste in den nächsten Folgen. Aber ich glaube, das wird relativ zügig gehen, weil viel ist hier ja eigentlich nicht. Beziehungsweise nicht viel, was jetzt sehenswert ist oder wo ich Bock drauf habe. Nennen wir es mal so. Und dann gehen wir zurück zum Schloss.
und gucken, was da jetzt Sache ist. Dadurch, dass wir natürlich jetzt allen Vieren geholfen haben. Und dann bringen wir die Geschichte wieder ein Stückchen voran. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!